Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind ein Rechtsstaat, sagte US-Präsident Obama, und eine Jury habe nun mal entschieden. Doch den Richterspruch, den wollen viele Amerikaner trotzdem nicht akzeptieren. Unsere Tagesthemen. Umstrittenes Urteil, Freispruch nach dem Tod eines schwarzen Jugendlichen. Umfassende Auskunft, Merkel fordert mehr Aufklärung in der NSA-Affäre. Und umfangreiche Vorwürfe, Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ex-Präsident Mursi. In dubio pro reo lautet ein uraltes juristisches Prinzip. Im Zweifel für den Angeklagten. Und weil die Jury eben doch Zweifel hatte, sprach sie George Zimmerman frei. Den Mann mit deutsch-lateinamerikanischen Wurzeln, der vor anderthalb Jahren einen unbewaffneten schwarzen Teenager in Florida erschossen hatte. Dass er es war, der Trayvon Martin tödlich traf, das war das Einzige, was nicht in Zweifel stand. Aber war es Vorsatz, also Mord, oder doch Notwehr, wie Zimmerman beteuerte? Schwer zu sagen, es gab kaum Zeugen, daher nun der Freispruch. Ein Urteil, dem nun aber der Vorwurf des Rassismus anhaftet und das deshalb landesweit für Empörung sorgt, berichtet Stefan Niemann. Zimmerman should be killed, sollte getötet werden, fordert ein Krieger für schwarzes Bewusstsein. Aufrufe zur Selbstjustiz im Internet. Gerechtigkeit für das Opfer wird angemahnt. Nach dem überraschenden Freispruch hagelt es online Hasstiraden. Auch in Washingtons Bars ist der Prozessausgang Thema Nummer 1. Es sieht leider oft so aus, als hätten wir keine faire Chance, als sei das Justizsystem nicht für uns Schwarze gemacht. Ohnmächtige Wut gestern vor dem Gericht. Viele wollen nicht akzeptieren, dass der Todesschütze nun ein freier Mann ist. Auch die Anwälte der Opferfamilie entsetzt. Ganz Amerika muss nun in sich gehen, um herauszufinden, wie wir als Gesellschaft verhindern können, dass sich so eine Tragödie wiederholt. Fast unbewegt nimmt George Zimmerman den Freispruch auf, dabei drohte ihm lebenslange Haft. Der Latino hatte als Mitglied einer Bürgerwehr am 26. Februar 2012 in Sanford den 17-jährigen Teenager Trayvon Martin erschossen. Erst 6 Wochen danach war er verhaftet worden. Viele Demonstranten solidarisierten sich spontan mit dem unbewaffneten schwarzen Opfer im Kapuzenpulli. Selbst Präsident Obama hatte sich nach der Tat zu dem Satz hinreißen lassen: Wenn ich einen Sohn hätte, würde der aussehen wie Trayvon. Eine Jury aus 6 Frauen, darunter keine Schwarze, musste darüber urteilen, ob Zimmerman aus Notwehr schoss, ob es sich um Totschlag oder Mord handelte. Da es keine Zeugen des Streits zwischen den Männern gab, blieben alle Umstände bis zuletzt umstritten. Wer hat wen angegriffen? Wer hat während eines Anrufs bei der Polizei um Hilfe geschrien? Ganz Amerika konnte den dramatischen Prozess live verfolgen. Täter weiß, Opfer schwarz, schnell spekulierten US-Medien über ein rassistisches Motiv. Bürgerrechtler kritisieren heute die Zusammensetzung der Jury. Alle am Prozess beteiligten Juristen waren weiß. Unter den Geschworenen gab es keinen einzigen Schwarzen. Das Justizministerium sollte eingreifen und den Fall neu aufrollen. Wie wäre das Urteil wohl ausgefallen, wenn das Opfer ein Weißer und der Täter ein Schwarzer gewesen wäre, fragt jemand per Fotomontage. Präsident Obama mahnt inzwischen, das Urteil der Geschworenen trotz hochfliegender Emotionen zu respektieren. Stefan Niemann in Washington. In der Jury saß also kein Schwarzer, daher war klar irgendwie, dass dieses Urteil für Proteste sorgen würde. Warum hat die Justiz nicht mehr Fingerspitzengefühl bei der Juryauswahl bewiesen? Nun, es galt, möglichst unvoreingenommene Geschworene zu finden. Eine höllisch schwierige Aufgabe angesichts der flächendeckenden und weitgehend sensationsheischenden Berichterstattung in den US-Medien ja seit anderthalb Jahren, seit der Bluttat. Und da war die Justiz offenbar der Meinung, dass vor allem die schwarze Bevölkerung Floridas zu aufgeheizt sei, um einen dieser Bürger in die Jury zu berufen. Deswegen diese Entscheidung. Hat Zimmerman denn jetzt nichts mehr zu befürchten oder wie geht das weiter? Also Juristen bezweifeln, dass der Strafprozess nochmal aufgerollt werden kann, vor allem, weil sie sagen, der Staatsanwaltschaft sei es in 25 Verhandlungstagen nicht gelungen, die Jury zweifelsfrei davon zu überzeugen, dass keinerlei Aggression von Trayvon Martin, also von dem Opfer, ausgegangen ist und dass George Zimmerman nicht in Notwehr gehandelt hat. Schwarze Bürgerrechtler konzentrieren sich deshalb jetzt auf die Forderung, das US-Justizministerium aufzufordern, den Mann wenigstens zivilrechtlich zu verfolgen wegen Beraubung der
der Bürgerrechte Trayvon Martins, das klingt konstruiert, könnte aber im Erfolgsfall wenigstens zu einigen Jahren Gefängnis führen. Stefan Niemann, vielen Dank für diese Informationen aus Washington. Welche Angriffe die Opposition bisher auch im Wahlkampf gegen die Kanzlerin gefahren hat, es scheint nicht viele Wirkungstreffer gegeben zu haben. Seit Monaten liegen die persönlichen Umfragewerte von Angela Merkel weit über denen von Herausforderer Peer Steinbrück. Vorwürfe bleiben an ihr so wenig haften wie Spiegeleier an einer Teflon-Bratpfanne. Was muss man in der SPD-Zentrale daher frohlockt haben, als die schier grenzenlose Datenspionage amerikanischer und britischer Geheimdienste bekannt wurde? Endlich ein Thema, das am Lack kratzen könnte. Steinbrück warf Merkel nun sogar vor, sie verletze ihren Amtseid, weil sie die Bürger dieses Landes nicht genügend schütze. Wie die Kanzlerin im Sommerinterview des Berichts aus Berlin darauf reagierte, berichtet Uli Mierkamp. Ein Machtwort gegenüber den USA solle sie sprechen, die Kanzlerin. Das fordert seit Tagen die Opposition in der Abhöraffäre. Aber was so genau passiert ist, könne sie auch heute noch nicht sagen. Welchen Umfang hatte die Abhöraktion und wurden vielleicht auch deutsche Regierungsstellen belauscht? Hier ist sie nur in einem Punkt sicher. Mir selber ist nichts bekannt, wo ich abgehört wurde. Sonst hätte ich es schon dem PKGR gemeldet. Das parlamentarische Kontrollgremium zur Überwachung der Geheimdienste musste also noch nicht tätig werden. Ansonsten die Reaktion weniger humorvoll. Angela Merkel fordert ein Datenschutzabkommen mit den USA auf der Basis eines einheitlichen europäischen Datenrechts. Und für die Zukunft müsse gelten: Ich erwarte eine klare Zusage der amerikanischen Regierung für die Zukunft, dass man sich auf deutschem Boden an deutsches Recht hält. Wir sind befreundete Partner. Für die Opposition ist das zu kurz gesprungen. Inzwischen soll gefragt werden, haben die USA eigentlich deutsche Gesetze eingehalten? Da sage ich, das ist, als ob man den Gesetzesbrecher fragt, ob er denn die Gesetze eingehalten hat. Hier ist Handeln angesagt. Angela Merkel wirkt nicht wie eine sichere Siegerin. Sie wirkt gegenüber den USA sehr unterwürfig. Ein weites Feld auch die Wahlversprechen der Union. Mütter- und Lebensleistungsrente, mehr Geld für Kinderbetreuung und Infrastruktur, um nur einiges zu nennen. Kostet mindestens 30 Milliarden, sagen Experten. Geht das nicht nur mit Steuererhöhungen? Wenn man jetzt mit Steuererhöhungen jedweder Art die Menschen und die Unternehmen verunsichert, dann kann es passieren, dass man trotz höherer Steuern dann weniger Steuereinnahmen hat. Das wollen wir nicht. Wenn man Armut verhindern möchte, wenn man die Mitte entlasten möchte, dann muss man in der Tat Millionäre und Konzerne stärker zur Kasse bitten. 30 bis 50 Milliarden verspricht sie, sagt aber nicht, wie es gehen soll. Insofern sind das leere Wahlversprechen. Nach knapp 20 Minuten war es das wieder für dieses Jahr. Und wer die Stimmen der SPD vermisst hat, weder der Herausforderer noch der Vorsitzende sahen sich heute in der Lage, auf das Sommerinterview der Kanzlerin zu reagieren. Kanzlerin Merkel sprach im ARD-Sommerinterview auch über dieses wichtige außenpolitische Thema, Ägypten. Und schloss sich der Forderung von Außenminister Westerwelle an, dass der ehemalige Präsident Mursi, der vergangene Woche vom Militär gestürzt und an einem unbekannten Ort untergebracht wird, freigelassen werden sollte. Und dass die Muslimbrüder in die politische und gesellschaftliche Neugestaltung Ägyptens mit einbezogen werden müssten. Das sieht Übergangspremier al-Beblawi zwar auch so, zumindest offiziell, doch im Moment lässt wenig darauf hoffen, dass sich die verschiedenen Interessengruppen im Land wirklich an einen Tisch setzen würden. Thomas Aders. Der alte Beinahe-Premier ist der neue Vizepräsident. Mohamed el-Baradei, Friedensnobelpreisträger und Ikone des liberalen Lagers, wird von Übergangspräsident Mansour vereidigt. Die neue Staatsführung drückt aufs Gaspedal. Bald schon soll das komplette Interimskabinett vorgestellt werden. Unterdessen gerät der abgesetzte Präsident Morsi weiter unter Druck. Bei seinen Anhängern wächst der Zorn über die Behörden. Diese hatten ihren Präsidenten bereits seines Amtes enthoben und in Gewahrsam genommen. Nun neue Vorwürfe. Die Justiz prüft, ob Mohamed Morsi und andere Funktionäre der Moslembrüder zum Mord angestiftet, Spionage betrieben und die Wirtschaft geschädigt haben. Ferner sei Morsi, so die Staatsanwaltschaft, im Januar 2011 aus dem Gefängnis ausgebrochen. Indizien für diese Behauptung gibt es in einer Reportage des Senders Al Jazeera. Der Moderator redet am 30. Januar 2011 am Telefon mit einem der Ausgebrochenen und fragt nach seinem Namen. Mohamed Morsi. Morsi war mit anderen Muslimbrüdern während des Mubarak-Regimes wegen Verstoßes gegen das Versammlungsverbot verhaftet gewesen. Ob er aus dem Gefängnis geflüchtet ist, eventuell gar mit Hilfe der radikalen Hamas, ist politisch eher zweitrangig.
Eine Anklage wegen Aufstachelung zum Mord während seiner Amtszeit aber könnte die Islamisten endgültig radikalisieren, befürchten politische Beobachter. Das wird die Entfremdung zwischen den islamistischen Massen und dem politischen Prozess des Übergangs nur weiter verstärken. Auf lange Sicht wird das sehr negative Auswirkungen haben. Schon jetzt schwankt die Stimmung bei den Moslembrüdern hier bei ihren Protesten im Stadtteil Nasser City zwischen Frustration und Aggression. Das ist ein Militärputsch gegen die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte. Wer hat diesen sogenannten Staatsführern die Macht gegeben, dass sie über uns herrschen? Immer neue Niederlagen. Dass das religiöse Lager diese Serie von Provokationen noch allzu lange hinnehmen wird, wird immer fraglicher. In Frankreich wurde heute mit der traditionellen Militärparade auf den Champs-Élysées in Paris der Nationalfeiertag zelebriert. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer. An der Spitze marschierten Soldaten aus Mali und 12 anderen afrikanischen Staaten. Frankreich hatte im Januar militärisch in dem westafrikanischen Land eingegriffen, um einen Vormarsch der Islamisten aus dem Norden zu stoppen. Präsident Hollande würdigte den Einsatz heute als Sieg gegen den Terrorismus. Der Nationalfeiertag erinnert an den Sturm auf die Bastille 1789, dem Auftakt der Französischen Revolution. Im Irak sind bei einer erneuten Serie von Bombenanschlägen mindestens 28 Menschen getötet worden. Viele weitere wurden verletzt. Nach Angaben der Behörden detonierten die Sprengsätze kurz vor Sonnenuntergang. Zu dieser Zeit kommen die Muslime im Ramadan zum Fastenbrechen zusammen. Betroffen waren mehrere Orte, insbesondere die von Schiiten bewohnte Stadt Karbala. In der Hauptstadt Bagdad detonierten bereits gestern 2 Bomben in der Nähe schiitischer Moscheen. Dabei wurden 21 Menschen getötet. In der nordirischen Hauptstadt Belfast ist es die 2. Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. Militante Protestanten bewarfen die Polizei mit Brandsätzen, Steinen und Flaschen. Die Beamten setzten Wasserwerfer und Gummigeschosse ein. Auslöser der Gewalt war, dass Anhängern des protestantischen Oranierordens ein Marsch durch ein vorwiegend von Katholiken bewohntes Stadtviertel verboten worden war. Die EU-Kommission hat nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel Bedenken gegen das deutsche Erneuerbare Energiengesetz. Konkret gehe es um die zahlreichen Ausnahmen für energieintensive Betriebe von der Ökostromumlage. Nach Einschätzung von EU-Beamten verstoße das gegen europäisches Wettbewerbsrecht und sei als unerlaubte Beihilfe zu werten. Deshalb solle bereits am Mittwoch ein Verfahren gegen Deutschland eröffnet werden. Das Bundesumweltministerium wies den Bericht zurück. Die deutsche Fußballfrauennationalmannschaft hat ihren ersten Sieg bei der Europameisterschaft in Schweden erreicht. Die Titelverteidigerinnen gewannen ihr 2. Gruppenspiel gegen Island mit 3:0. Die Erleichterung war ihr deutlich anzusehen, Bundestrainerin Silvia Knight. Ihre Mannschaft von Beginn an hoch überlegen. Marojan, schöner öffnender Pass auf Lotzen. Das 1:0 für Deutschland in der 24. Minute. Lotzens erster Treffer überhaupt für die A-Nationalmannschaft. Der Gegner Island in der ersten Hälfte erschreckend harmlos. Der Titelverteidiger auch nach dem Wechsel deutlich spielbestimmt. Der Lohn? Das 2:0 durch Celia Okoyinu-Dambabi nach 55 Minuten. Der erste Turniertreffer für die in der Qualifikation erfolgreichste Torschützin. Dem sie kurz darauf ein weiteres Tor folgen ließ. Das 3:0 5 Minuten vor Schluss, gleichzeitig der Endstand. Deutschland schlägt Island hochverdient und übernimmt die Tabellenführung der Gruppe B. Der Norden Deutschlands wurde heute mal wieder daran erinnert, dass das schöne Wetter der letzten Tage nicht ewig halten wird. Aber Claudia Kleinert, wie startet denn die neue Woche? Ingo Zamperoni, das kommt wieder, das schöne Wetter. Und wir mögen es ja selbst kaum glauben. Aber es geht mit Sommerwetter weiter. Und zwar die ganzen nächsten Tage. Das heißt, Temperaturen bis Donnerstag sicher, auch in Bremen, auf einem Niveau von so 27, 28 Grad. Geht jetzt erst wieder bergauf. Danach noch unsicher. Es wird wahrscheinlich etwas weniger warm sein. Aber wie weit die Temperaturen zurückgehen, ist noch nicht so ganz sicher. Morgen Vormittag für alle Sonne. Im Nordosten gibt es etwas dichtere Wolken, genauso wie im Nordwesten. Sonst viel Sonnenschein, genauso wie
wie auch am Nachmittag. Vielleicht kann es mal so einen ganz kleinen Schauer westlich des Inns geben, aber den nur aus den Alpen heraus und ganz vereinzelt. Temperaturen im Norden meist 19 bis 25 Grad, nach Südwesten sogar bis zu 31 Grad. Und auch die nächsten Tage Sommerwetter mit ein paar harmlosen Quellwolken und Höchsttemperaturen von 26 bis 31 Grad, auch am Mittwoch. Es bleibt also erst einmal bei diesem schönen Sommerwetter und im Norden wird es wieder sonniger. Da freuen wir uns hier im Norden besonders. Vielen Dank, Claudia Kleinert, für diese Aussichten.